Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht hier wieder weiter im Dschungel, aber ja, hier ist irgendwie eine komische Musik, keine Ahnung, sehr merkwürdig. Wir haben im letzten Part auch Sushi erhalten, das heißt, wir können jetzt hier ordentlich rumschwimmen. Eigentlich wollten wir geradeaus mal gehen, aber bevor wir das machen, ich würde mir gerne nochmal angucken, ob hier noch irgendwas ist. Okay, also hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Oh nein, das ist doch wieder ein Gegner, oder? Nee, kein Gegner? Herzchen. Sehr schön. Ist das ein Yoshi, der da Geräusche macht, oder what ist das? Nö. Diese Tröte. So, da haben wir auf jeden Fall einen Gegner. Eine Buschpflanze. Let's go. Boah. Da haben wir ja ordentlich was zu tun. Oh Gott, was mache ich denn da? Superbeben vielleicht? Strategie. Mitglied wechseln? Ich weiß gar nicht. Paracarry. Bombette? Wir könnten Bombette richtig reinhauen. Oder Koopa. Wir machen nur 4 Schaden, ne? Mit unserem Powerschlag. Ich glaube, Bombette wäre tatsächlich die bessere Partie. Komm, wir tauschen mit Bombette. Wir haben leider nicht mehr so viele BP. Powerbombe. Let's go. So. Da sind auf jeden Fall ein Haufen Gegner, deswegen würde ich sagen... Ah, jetzt haben wir den Multisprung nicht drin. Shit, jetzt haben wir gar nicht Flächenangriff, Flächenangriff-mäßig irgendwas am Start. Wir könnten Stern mal einsetzen oder... Wir machen mal Sternsturm wieder. Angriffskraft 7. Ja, oder wir nehmen es halt in Kauf und... Ja komm, wir machen jetzt einfach mal Sprung. War meine Schuld. Ich dachte, wir haben den Multisprung noch drin. Aber nee, jetzt kriegen wir ordentlich auf den Sack. So, und jetzt können wir zumindest fast alles auslöschen. Aber halt nur fast. Ja, hätte ich anders planen müssen. War ja leider auch nicht so schlau. Ich glaube, als nächstes investiere ich wirklich mal in BP-Punkte. Oder ein Leben, ich weiß es nicht. Ein BP, glaube ich. Ihr habt mir jetzt erzählt, es gibt sowieso ein Limit an Ordenpunkten. Und das liegt wohl bei 30. Das ist ja überaus doof. So, war der hier im Baum? Ich glaube schon, ne? Ah, nö, der ist hier hinter. Hallo. Oh, das war so unheimlich. Wir haben Verstecken gespielt und da war diese eigenartige Pflanze. Sie hat mich hierher gefangen. Sie hat mich hier gefangen. Sushi hatte recht. Wir hätten im Dorf nie spielen. Ja, wir hätten im Dorf spielen sollen. Wir hätten ihr gehorchen sollen. Danke, dass du gekommen bist, um mich zu holen. Ich gehe jetzt nach Hause. Okay, einen haben wir gefunden. 5 Stück sind es, glaube ich, ne? Das heißt, es dauert noch ein bisschen. Ehe wir da alle gefunden haben. Ging das hier nach links? Es geht ja auch nach links, oh Gott. Bin ich jetzt am Strand? Ich bin am Strand. Aber... Aha. Hä? Kann ich da irgendwas machen? Ich kann da gar nichts machen. Oder? Irgendwie perfekt für einen Shortcut, aber da ist ja überhaupt nichts zu tun. Was? Kannst du da irgendwas Unsichtbares erkennen? Nö. Also entweder bin ich so blöd, den festzustellen, den Shortcut, oder da gibt's keinen. Hä? Da hinten war ein Block, habt ihr gesehen? Ah, hinten war ein Block. Ich bin gespannt.
So, aber ich glaube tatsächlich, ich würde nochmal kurz ins Dorf zurückkehren. Ich hoffe, das ist auch für euch okay. Denn ich habe sonst... Wie komme ich denn zurück ins Dorf? Ach so, ich bin ja schon einmal geschwommen, ne? Ich glaube, ich habe sonst die Bedenken, dass ich ordentlich auf den Sack bekomme. Obwohl, wir haben auch ein paar Heiler. Ja, egal. Wir gehen nochmal ganz kurz ins Dorf zurück, Leute. Stimmt, da oben ist ja auch einer. Aber da kam ich noch nicht hin, oder? Oh no. Na? Da komme ich noch nicht hin, oder? Oder? Da komme ich bestimmt von der anderen Seite, von da hinten irgendwie wieder. Und kann mir den dann holen. Aktuell geht das, glaube ich, noch nicht. Nee. Das hat man, glaube ich, auch schon im letzten Part so festgestellt. So, mal kurz. Ach ja, hier. Nee. Quatsch. Hier lang. Ja, ich muss erstmal wieder reinkommen, Leute. Ich muss erstmal wieder reinkommen. So, einer ist wieder da. Seid nicht traurig. Seid nicht traurig. Ich heile mich schnell. Dann rette ich die anderen vier noch. Du. Achso. Totti! Totti Frutti! Let's go! Ausruhen! Und dann erstmal einen Schluck Kaffee! Für die Nerven! Ah, der muss mit am Start sein. So! Ja, wir haben es nämlich gerade früh um 4 Uhr. Hab heute Frühschicht. Und da stehe ich immer so gegen... 3.50 Uhr auf und nehmen wir noch 2-3 Folgen auf, bevor ich auf Arbeit gehe. Ja, damit ich ein bisschen Vorsprung entwickle und keine Verluste einräume. Gerade auch, weil es für uns ja auch bald in den Urlaub geht. Ich sag mal, bald ist relativ, weil es sind noch 39 Tage. Aber ich muss auch jetzt schon daran denken, dass ich halt so ein bisschen vorproduzieren muss. Dementsprechend, genau. Dementsprechend mache ich das hier jetzt schon. So, jetzt mal wieder geheilt, gut vorbereitet. Weiter geht's. Überall mal im Busch wackeln. Ein paar Münzen einsacken. Gott, das ist eine neue Pflanze, die kennen wir noch nicht. Okay. Merke ich mir. Dafür kriegt man Schaden. So, da spalten sich die Büsche wieder. Hinten sind auf jeden Fall wieder Buschgegner. Die könnte ich theoretisch ignorieren. Weil bis jetzt war noch nie was drin, wenn ich die Gegner besiegt habe. Ich weiß nicht, ob das sich noch ändert. Ob man das mal machen sollte, dass man immer alle Gegner besiegt. Oh. Gelee. Ne, Furchttiegel. Ah, okay. Ich könnte ja theoretisch nochmal Bombette nehmen. Ne, Cooper. Ich nehme jetzt mal Cooper. Und. Let's go. Kann ich auf den Busch draufhauen? Das ist vielleicht auch eine Idee, oder? Vielleicht ist das auch eine Idee. Okay, pass auf, wir wechseln das Mitglied und nehmen herein... Ich weiß gar nicht, Bu? Was? Finde jetzt alle nicht so krass gerade aktuell, die bräuchten mal ein Level ab. Egal. Gut, wir machen erstmal ein Power Downs vielleicht, oder... normalen Jump. Machen wir es so. Besiegen wir den einen und dann den anderen. Ist halt aktuell ärgerlich wirklich, dass ich die nicht in einer Runde besiegen kann und immer Schaden fresse. Aber gut, was willst du machen? Wenn es zu viele werden, dann haue ich ordentlich mit BP rein, würde ich sagen.
Ansonsten, ich bekomme auch in 21 Punkten Level ab. Kann ich dann erst... Ich kann aber auch keinen Ersttreffer starten. Ich muss da wirklich mit leben, dass das ein fairer Kampf wird. Schade eigentlich. Okay, egal. Ich mach die schnell weg. Aber ich glaube halt, wir bekommen wirklich nichts dafür. So, blocken geht aber ganz gut. Aber ist ja echt doof, wenn das bei 30 Ordenpunkten endet, oder? Hm. Da gibt es ja noch echt viele Orden, die ich dann nicht einsetzen kann. Oder ist es doch nicht so, dass es bei 30 Ordenpunkten endet? Keine Ahnung. So, da hat man ja schon dran gehauen. Es geht nach rechts, es geht nach links. Ich gehe erstmal nach rechts. Wir merken uns links. Okay. Da haben wir auch schon wieder einen Gegner. Zwei Stück wieder. Na dann. Ich bräuchte aktuell irgendwie nochmal einen Angriff. Einen Angriff mehr. Das wäre ganz geil. Okay, zwei Schaden. Der Verwirrungsorden ist auf jeden Fall gut im Start hier. Ansonsten hätten wir da wirklich, glaube ich, größere Probleme. So. Und da gibt es auch schon wieder 4 Punkte. Schön. Easy. So, da haben wir noch so einen. Er hat gedanced. Oh. Ein goldener Watt. Ja, komm, ich lösche den hier erstmal weg. Tschüss, mein Freund. Und der da hinten hat halt 7 LP. Ist halt genauso doof. Aber der lädt sich eh gleich wieder auf. So. Vielleicht ruft doch Verstärkung. Der ruft Verstärkung. Der ruft doch Verstärkung. Ja, der ruft Verstärkung. Okay. Ja, ich weiß nicht, was soll ich mit dem machen? Ganz ehrlich. Komm, super beben. Und. Bam. Ah ne, 5 Schaden. Oh, 5 Schaden macht das, okay. Muss ich mir merken. 5 Schaden. Einzeln den Angriff vom Hammer kann ich mit einem Orden nicht boosten, oder? Also jetzt nicht extra nochmal BP ausgeben, sondern einzeln durch den Orden kann ich nicht irgendwas boosten, oder? Bin ich mir gerade nicht so sicher. Also Superbeben ist erstmal so an sich geil. Anti-V-Hieb, Doppelangriff, Schnellwechsel, Vermeider, Meditation, KP plus, Verteidigung plus, Ausweicher, Kampfrausch. Ne, ich glaube nicht. Rabattzahltag daneben, Speedwirbel, Schwindelhieb. Ne, 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 haben wir nicht. Schade. Okay. Wir haben uns eine Brücke gebaut. Immer dasselbe. Auch nur wieder 2 Gegner. Weg damit! Ja, easy. Okay, bei denen habe ich das noch nicht so raus. Zack. Und danach noch eine Runde, dann haben wir sie ja schon. Geil. Und ich weiß nicht, BP oder noch Ordenpunkte mitnehmen. Ne? Okay, das war... Ja, ich glaube, jetzt kann ich mal ordentlich BP raushauen.
Deswegen mache ich jetzt mal das Superbeben. Bam. Und dann würde ich mal kurz auf unsere Schildkröte wechseln. Unseren Goomba. Und würde dann nochmal einen Durchrush starten im Powerpanzer. Der macht 3 Schaden, richtig? Okay, damit kommt man eigentlich gut auf 8. Und dafür gebe ich 7 BP aus. Ist zwar auch an sich teuer. Aber ich glaube, was muss, das muss, ne? Ja, die Frage ist das jetzt wirklich so? Haben wir dann... Ist das Maximum 30 Ordenpunkte? Glaube ich irgendwie nicht. Oder die maximale BP hoch. Komm, ich nehm nochmal einmal Ordenpunkte, weil ich herausfinden will, ob das wirklich so ist, dass man dann keine Ordenpunkte mehr nehmen kann. Und ich würde jetzt erstmal Vermeider. Vermeider ist eigentlich auch eine geile. Aber ich mache Ausweicher. Setzt du das Action-Kommando korrekt ein, wird der Schaden um 1 minimiert. Das finde ich eigentlich ganz geil. Protektor. Ja, das ist auch gerade sehr, sehr gut. Brauchen wir auf jeden Fall am Start. Was haben wir denn aktuell für sinnlose Sachen? Da haben wir einen Angriff mehr. Schnellwechsel, Superbeben, Power Doubts und Sprung Plus. Ah. Alles gerade nicht so einfach. Okay, hier kann ich schwimmen gehen. Hier kriege ich gar nichts. Überall mal rackeln und wackeln und rascheln. Okay. Weiter nach rechts. Hilf mir niemand. Ich habe solche Angst, ich will nach Hause. Hat man die schon mal? Ich glaube ja fast nicht. Gut, dass ich gerade ein Level aufgestiegen bin. Ich glaube, die sind neu, oder? Jo, die sind neu. Okay, dann einmal Mitglied wechseln. Goombario ist am Start. Und macht erstmal einen Scanner. Faul Piranha. Okay, faul. Das ist eine Faul Piranha. 12 KP, Angriffskraft 3. Faul Piranhas beißen manchmal zu, aber ihre schrecklichste Attacke ist ihr giftiger Atem. Das ist uns egal. Die Angriffskraft ihres Mundgeruchs beträgt 2, aber deine KP fallen ständig, nachdem du vergiftet wurdest. Du solltest dich so schnell wie möglich wieder heilen, wenn du vergiftet bist. Ich würde jetzt mal wirklich den Sternsturm machen. Ich glaube, damit sind wir nämlich ganz gut am Start. Und danach machen wir noch einen Hammerhieb und dann sind wir durch. Dann sind die weg. So. 2 Schaden ist nix. Boah. Geht voll klar. So, und jetzt einmal den Superbeben und dann sind die schon weg. Easy. Boah, geben wir auch nur 4 Punkte noch. Mann, das ist ja schon sehr traurig. Okay, dann haben wir den zweiten Yoshi jetzt gerettet. Hello. Sind denn alle fort? Ich dachte, die Dinger würden mich fressen. Danke, dass du mich gerettet hast, Mario. Von jetzt an werde ich tun, was ich mit den Erwachsenen sagen. Ich habe gar keine Lust mehr, irgendetwas anzustellen. Ich will einfach nur ein braver Junge sein. Ich gehe jetzt nach Hause. Tschüss. Zum Glück muss ich dich nach Hause bringen. So, überall mal wackeln, überall mal rascheln. Es geht hier nicht nach oben. Das heißt, hier ist schon Ende im Gelände. Aha. Okay, dann sind wir hier fertig. Okay, hier können wir nach unten schwimmen. Da brauche ich aber Sushi. Ja, Sushi muss auch noch hochgestuft werden, ne? Ne, Sushi haben wir schon hochgestuft. Oder? Ich glaube ja. So, eine Münze. Geht es denn hier nach unten? Ja, ich glaube schon. Ist hier noch irgendwas? Nee. Okay. Dann gehen wir erstmal hier lang, denn ich glaube, da kommen wir auch wieder zu einem Yoshi.
Zu dem Yoshi, wo man vorhin nicht lang kam. Ja. Oh Gott. Shit. Die sind auch so schwer zu erwischen. Okay, sind aber nur zwei. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir doch hin. Okay, Sprung. Zack. So, und du machst mal eine Bauchlandung. Drücke nach links und lass los, Ben. Okay. Macht 4 Schaden. Naja. Okay, der hat sich ein bisschen geheilt. Zack, tschüss. Und dann kriegst du das hier auch noch hin. Bam, 2 Schaden. Ah, jetzt kriegen wir noch einen Punkt. Oh, das ist auch traurig. Das ist echt traurig. Und 2 Münzen. Okay. Aber hier Panda Yoshi. Ist hier in der Pflanze drin? Münzen. Ja, ich habe das schon gehört. Na dann runter mit dem Yoshi. Hallo. Hä, guten Morgen. Hey, das ist doch Mario. Was ist los mit dir? Du hast nach mir gesucht? Oh, Sushi auch? Wir haben Verstecken gespielt. Ich bin plötzlich so müde geworden. Ich dachte, ich mache ein Nickerchen. Da gibt es nichts, worüber ihr euch sorgen müsstet. Der Dschungel ist gar nicht so übel. Aber schön langsam wird mir hier ein bisschen langweilig. Ich gehe da mal nach Hause. Bis dann. Okay, Leute. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch nach Hause und beenden die Folge für heute. Bis zum nächsten Mal zu Paper Mario hier im Dschungel. Tschüssi, Leute.